Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Live-Let's Play zu The Room 3 oder The Room 3. Wir haben ja schon Teil 1 und 2 vollendet, erfolgreich, und wir sind jetzt am dritten Teil, der aktuellste Teil. Ja. wir machen einfach mal ein neues Profil. Enter New Profile Name. X3 Jule. You can change profile at any time by selecting profile in them on the main menu. Confirm. Eine sehr schöne Pyramide hier. Options. Language. Oh, Deutsch, ne? Aber der Rest ist, glaube ich, so ganz gut hier. Ja. The Room 3. Neues Spiel. Ja, ich hoffe auch, dass es ein bisschen weniger creepy ist als Teil 2, weil Teil 2 war ja schon um einiges mehr creepier als Teil 1. Es sieht schon mal gut aus. Wir sind sogar in einem fahrenden Objekt. Klick und ziehe den Bildschirm. Also es sieht sehr hell aus, sehr freundlich. Ist das Tagebuch? Klick und ziehe das Tagebuch. Öffnen. Oh nein, ich muss ja wieder vorlesen. Selbst noch nicht gesehen. 5. Juli. AS ist verschwunden. Sein gesamtes Haus ist verschwunden. Was? Rechtsklick, um heraus. Nee, nur nicht. Was ich sah, schnürte mir die Kehle zu. Ach, wäre ich doch bloß wahnsinnig oder wären diese teuflischen Kisten doch bloß ein Trugbild meines Wahns. Ich hätte dich nicht ignorieren dürfen. Ich hätte früher kommen müssen. Ich hätte niemals kommen dürfen. Ja, das ist okay. Wir kriegen das schon gemeinsam hin. 17. Juli. Ich erwachte aus dem Albtraum, doch er lässt mich nicht mehr los. Ich stürze mich in meine Arbeit, als wollte ich meine Erinnerung ertränken. Doch ohne Erfolg. Das Nullelement umgarnt mich in meinen Träumen und unterwandert meine Gedanken in jeder Sekunde. Ich bin gezeichnet. Das Nullelement, darum ging es, glaube ich, im zweiten Teil. 19. Juli. Ich habe einen neuen Antrag an das Königliche Institut gestellt. Irgendwas an den Ablehnungen des Instituts stört mich. Sein Beharren ist zu schrill, zu bestimmt, um bloß etwas, so etwas Harmloses wie Ignoranz vertuschen zu wollen. 21. Juli. Ein Durchbruch. Obgleich mich das Königliche Institut einmal mehr abblitzen ließ, ließ ein Mitarbeiter mit angespanntem Antlitz ein Paket in meine Jackentasche gleiten. Gleiten. Der Mitarbeiter würdigte mich keines Blicks. Das Paket enthielt ein Blatt herausgerissen aus einer Karte der Südküste. Eine Insel war markiert. Ich nehme den ersten Morgenzug. Oh, schön. Das gefällt mir hier oben. Ich weiß nicht, ob wir uns das aufschreiben sollten. Weil das ist schon sehr... Das ist ein Pimmel. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sowas gesagt habe. Ich mal mir das einfach mal auf. Es kann ja vielleicht nützlich sein. So. Wir haben ein so Kreuz, so ein doppeltes. Mit einem Punkt unten dran. Dann haben wir so ein Kringel. Da haben wir auch schon öfters mal gesehen im ersten oder zweiten Teil, glaube ich. So, da habe ich auch nochmal ein Kreuz dran. Dann dieses komische Ding und die zwei Klammern. So. Aufgeschrieben. Repeat as soon as possible. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Oh, das ist gruselig. At the end of everything, the doorway awaits. Als durchgestrichen hier unten. Okay, da kann man nicht weiter. I have the Gänsehaut right now. There's Gänsehaut on my head. Okay, das erste, was ich hier sehe, war Doppelklick auf die Kiste, um sie zu betrachten. Da
Da ist doch ein Schlüsselchen. Ein kleiner Schlüssel. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch genauso creepy ist wie vorher. Ich habe einen Schlüssel, aber diese Kiste hat kein Schlüsselloch. Diese Holzoberfläche sieht merkwürdig aus. Ich sollte das Okular aus meinem Koffer nehmen. Dann benutzen wir mal das Okular. Wische über die Verschlüsse, um den Koffer zu öffnen. Mein Koffer hat einige Modifizierungen. Sicherheit ist mir ziemlich wichtig. Ich sehe das doch hier oben. Ich denke mal, wir können das hier nur nehmen, ne? Ein Okular. Oh. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Klick erneut auf das Symbol, um abzulegen. Jupp. Ich sollte diese mysteriöse Kiste mit meinem Okular untersuchen. Das wäre eine Idee. Oh, guck mal, Tetris. Oh, man kann das... Oh, geil, man kann das rumschieben. Tada! Zieh den Schlüssel in das Schlüsselloch. Zack. Da schaut man einmal nicht hin. Einmal! Okay. Eine gravierte Pyramide. Elpis. Und dann jetzt kommt der Typ wieder bestimmt, ne? Was ist passiert? Wo bin ich? Ich will mich nicht rumdrehen. Oh Mann, warum muss das denn noch creepier werden, als es sowieso so schon war? Ich dachte jetzt... Wenn hier ein Gesicht irgendwann hochkommt, ne? Okay, hier kann man irgendwas machen. Achso, Schlüssel und so, ne? Ja, dann gehen wir mal hier ran. Hier haben wir ein Schriftstück. Du wunderst... Nee, du wurdest doch gewarnt, mich nicht zu suchen. Doch du schlugst diese Warnung in den Wind, sodass ich dich nunmehr finden muss. Das ist echt schwierig zu lesen. Willkommen in Greyhome. Heimat meiner Ahnen. Nur wenige Gäste durchschritten je diese Räumlichkeiten. Und noch viel weniger sind aus ihnen entkommen. Einst gehörten die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf, wenn neue Hinweise verfügbar sind. Der Hinweis könnte in den Optionen deaktiviert werden, ja. Einst gehörten die größten Denker aller Zeiten zu meinen Subjekten. Jeder war wichtig, doch überlebt hat es keiner. Das Nullelement umschlingt jeden, dich ausgenommen. Es war ein Fehler, dich auf Distanz zu halten. Ich begreife nun, wie sehr ich dich brauche. Falls du dich als würdig erweisen kannst, zuerst musst du... Punkt. Zuerst musst du etwas finden, das dir bei deinen Aufgaben zu helfen vermag. Finde es oder verbleibe für immer in diesem Raum. Dann wäre meine Mühe umsonst gewesen. Der Meister. Hätte ich mal mit ihrem Finger abdrücken, ne? Und das... Nee. Ich frage mich gerade, sind wir eigentlich immer dieselbe Person? Ich glaube schon, oder? So, hier vorne, das ist doch schon mal sehr auffällig. Kann man bestimmt wegschieben oder so. Oder auch nicht. Was ist das? Ha, eine Brille. Ich will die haben!
Eine Feder? Gift? Irgend so ein Ding. Wie viel ist denn da drin? Ein Knochen? Das ist aber kryptisch. Ja, das stimmt. Bitte was? Hast du denn auch Sondersymbole? Also so Doppelpunkt oder Fragezeichen? So. Und da steht die Julle schon auf dem Schlauch. Oder kann man das hier dran setzen? Nee. Ah, Moment, wir haben doch unser Ding hier. Ah, guck mal. Wissen beflügelt. Okay, dann kommt hier wahrscheinlich. Hier war doch eine Feder. Ja, da, Feder. Ich laufe ohne Beine. Stehen heißt schweigen. Ich laufe ohne Beine. Stehen heißt schweigen. Die Uhr könnte das sein. Die läuft ja. Und wenn die stehen bleibt, dann macht die keine Geräusche mehr. Arme Haar. Was? Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Nichts. Ja, das meinte ich mit Symbole. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre Emojis hinzufügen. Insofern geht das geht. Anscheinend hat ein Typ mal bei einer Banken Emoji als Passwort verwenden können und dein System geschrottet hat. Ah. Ah. Dann so macht das natürlich Sinn. Ich habe das so im Sinne von brauchen halt irgendwas. Es schmerzt mich, dich scheitern und stolpern zu sehen, geblendet von jenen kruden Linsen, die du gefunden hast. Lass mich dir die Schuppen von den Augen reißen. Dies sind die Instrumente meines Meisters. Mit ihnen kannst du das Universum erkennen und in die ungeahnte Unendlichkeit um uns herum vorstoßen. Der Meister. Ein verziertes Kästchen. Das Kästchen ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Das muss ich mir genauer anschauen. Ein verziertes Kästchen. Das ist ein schönes Kästchen. Das gefällt mir sehr gut. Da habe ich doch was gesehen. Da kann man doch was drehen. Ist das schon offen? Tatsächlich. Was ist das? Eine Linse. Hightech. Diese Tür ist irgendwie merkwürdig. Doppelklick auf die Tür, um sie zu untersuchen. Da ist das Schlüsselloch. Oh, Schlösser knacken. Ich denke mal, die müssen so hell leuchten, dann sind die gut. Ja.
Okay.